Von einem Verlust hat sich Altenburg nie erholt. Der einstige Glanz des großen und überregional erfolgreichen Kaufhauses M&S Kohn ist heute kaum noch zu erahnen. Und der Anblick, der sich mir bot, als ich im Jahre 1912 davor stand, nicht mehr nachvollziehbar. Das geschäftige Treiben, die Besucherströme. Es war der Tag meines Vorstellungsgesprächs. Ich, Albert Levy, erst 26 Jahre und schon Geschäftsführer eines Kaufhauses. Und es sollte noch besser kommen. Ich verliebte mich in die Tochter meines Geschäftspartners, Franziska Bucki. Und zwei Jahre später habe ich sie geheiratet. Dann der Krieg. Für meinen Einsatz für die Heimat mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet, kehrte ich im Jahre 1918 nach Altenburg zurück. Welch Glück, wieder bei meiner Familie zu sein. Zwei Kinder hatte ich schon und mit drei weiteren sollte ich noch beglückt werden. Das Geschäft hatte den Krieg gut überstanden und so konnten wir uns im Jahre 1920 das Haus in der Bismarckstraße 2 kaufen, welches Platz genug für uns alle bot. Es ging uns gut. Und das wollten wir mit anderen teilen. Im Kaufhaus haben wir Sonderrabatte für Alte und Arme angeboten und Schülerspeisungen organisiert. Unser geliebtes Altenburger Theater konnten wir finanziell unterstützen. Und auch bei uns zu Hause sind Künstler immer herzlich willkommen gewesen. Stadt bekannt, beliebt. Von manchen wurde ich sogar als zweiter Bürgermeister bezeichnet. Wer hätte ahnen können, dass dies alles so schnell enden und die Stadt sich gegen uns kehren würde. Der Judenboykott 1933 hätte eine Warnung sein sollen. Trotzdem sind wir geblieben. 1938 gab es dann kein Kaufhaus M&S Kohn mehr. Und in der Pogromnacht wurden mein Schwiegervater und ich morgens aus den Betten gerissen und über den Marktplatz getrieben. Schlimme Tage in Buchenwald. Zwangsverkauf des Hauses, dann die Flucht. Und so begannen die Spuren zu verblassen. Die Familie wurde aus dem Altenburger Stadtbild gelöscht. Mein Leben schließlich 1943 in Auschwitz beendet. Nur wenige aus der Familie haben überlebt. Keiner ist nach Altenburg zurückgekehrt. Und dennoch sind wir nicht vergessen. Man wird unser Leben in Erinnerung behalten. 2017 beleben wir die Stadt aufs Neue.